But if you close your eyes. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Ich bin Flimpy und wir Let's Playisieren, nennen wir es mal so, Minecraft Feed the Beast Infinity Evolve. Es ist leider Gottes mein Talent, alles falsch zu machen. Deswegen ist diese Folge, gab es vor dieser Folge noch zwei weitere, die ich gemacht habe, aber leider löschen musste, da ich mein Mikrofon wieder mal falsch eingestellt habe. Ich habe da irgendwie so ein Talent für. Deswegen gibt es jetzt ein paar Neuheiten. Als allererstes tut es mir leid, dass ich jetzt so lange keine Videos mehr gemacht habe. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich ja meine PC-Ecke, in meinem letzten Video habe ich ja gesagt, ich mache meine PC-Ecke neu, habe jetzt alles in einem neuen Zimmer gebaut. Ihr seht, die Location im Hintergrund ist anders. Und ja, in den letzten zwei Folgen habe ich halt aufgenommen, aber leider Gottes dachte sich mein Streaming-Programm, dass er die Aufnahme zwar macht, aber die Aufnahmen so leise macht, dass maximal jedes dritte Wort ankommt. Das ist sehr bescheiden. Deswegen habe ich die Folgen jetzt einfach gelöscht, weil die wird sich sowieso kein Schwein angucken. Und dachte mir jetzt so, ich zeige euch einfach, was ich jetzt hier alles getan hat in der Zeit, wo ich die beiden Folgen aufgenommen habe. Das waren jeweils zweimal 20 Minuten. Also ihr habt nichts Weltbewegendes verpasst. Wir haben eine Portal Gun gefunden, worüber ich sehr, sehr froh bin. Die haben wir zufällig in einem Wo hatten wir die nochmal gefunden? Ach genau, ich bin ja hier lang spaziert. Ne, hier oben. Und hab die dann zufällig hier gefunden. Wartet hier? Oder bin ich in eine andere Richtung gestapft? Geht ja nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die zufällig gefunden, worüber ich sehr, sehr happy war. Und habe dann, wir können ja den Verlauf kurz rekonstruieren. Wir sind dann hier lang gelaufen, dann haben wir hier die Portal, hier nochmal ein paar Sachen gefunden. Unter anderem einige der netten Platten, die wir jetzt haben. Dann halt hier lang gelaufen. Haben hier nochmal den Meteor geplündert. Und dann war noch ein Meteor, der hier. Und den haben wir geplündert. Hier irgendwo war auch noch ein Hexenspawner, an dem ich einmal verreckt bin und nochmal dahin laufen musste. Aber ihr seht, ich bin halt in den letzten paar, zwei Folgen nur relativ viel gewandert. Mehr war da nicht. Und die Portal Gun, genau, die habe ich ganz woanders gefunden. Die habe ich ja bei unserer netten Zombie-Falle unten gefunden. Wir haben nämlich unten eine Zombie-Falle. Und diese hatte diese geile Portal Gun. Worüber ich jetzt immer noch total happy bin, dass wir sie endlich gefunden haben. Weil das Ding ist einfach, man kann sagen, was man will. Ich liebe diese Portal Gun. Das ist eine der geilsten Sachen im ganzen Spiel, wirklich. Weil wir haben hier vorne, jetzt kann ich es euch nämlich zeigen, weil jetzt macht es in meinem Kopf so. Wir haben die Portal Gun gefunden. Als wir hier lang gelaufen sind und gesehen haben, oh mein Gott, wir haben hier eine Zombie-Farm. Wir können hier easy peasy eine Zombie-Farm bauen. Und da lag dann auch glücklicherweise die Portal Gun drin. So, wir haben den Quarry aber auch nochmal, den Turtle, nochmal in eine andere Richtung geschickt. Und zwar in diese. Hier habe ich genug Fackeln dabei. Jo. Platz im Inventar habe ich auch hier noch. Bin ich ja mal gespannt, wie weit er gekommen ist. Eigentlich dürfte er nicht so weit gekommen sein, weil ich ja dann relativ schnell weggelaufen bin. Aber da vorne steht er auch schon. Schade. Ich dachte, der wäre noch ein bisschen weiter gekommen. Aber gut, ist nicht schlimm. Dann holen wir uns jetzt die ganzen Sachen aus den Wänden. Genau, und ich habe halt ganz lange noch nach Zertusquarzen gesucht. Oh, poröses Erz, geil. Quatsch, nicht Zertusquarzen, nach... doch, Zertusquarzen heißt die Dinger. Gesucht habe aber leider keine... gefunden, also nicht so gefunden wie die, die ich gerne gehabt hätte. Machen wir mal 50 und hacken erst. So, viel Spaß. Aber wir können den anderen Bums schon mal rausnehmen.
So. Genau, haben wir leider keine geladenen Zertusquarze gefunden, was ich sehr traurig fand. Weil die hätten wir echt gut gebraucht, um unser Ladegerät zu bauen. Damit wir hier mal schneller unser ME-System kriegen. Aber ich habe noch im Kopf, es gab noch eine andere Variante, wie man schneller an das ME-System kommt, ohne dass man ewig lange auf diese Steinchens warten muss. Muss gerade nur überlegen, ob ich das Ding noch auf die Kette kriege, wie das war. Ich hoffe. Dann hätten wir innerhalb von nicht mal ganz 2 Minuten unser ME-System. So. Sehr gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Das brauchen wir nicht. So. Ja, halt. Das ist absolut mein Lieblingserz, muss ich ehrlich hier stehen. Weil ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, die Tonnen, die ich davon habe, irgendwie angemessen zu verballern. Deswegen ist es nicht so mein Lieblingserz. Ich muss ja meine Tastatur sauber machen, so ein bisschen wieder entstauben. Das Schöne ist, dass mein Rechner, der kommt ja jetzt erst in, das habe ich auch in den letzten paar Sachen erzählt, dass ich in den nächsten paar Tagen, okay, das ist weit aus dem Fenster gelehnt, bestimmt in einem Monat erst, meinen fetten neuen PC bekomme und mir dann endlich eine GTX 1080 Ti hole, wenn die in dieses scheiß Mainboard passt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Lüfter hinten mir dann ein paar Probleme macht. Ansonsten muss ich gucken, ob man irgendwie den Lüfter abbauen kann. Ein guter Freund von mir kommt und hilft mir dabei. Und wird halt in den PC ein paar Spielereien eingebaut, auf die ich Bock habe. Dann habe ich einen neuen geilen Rechner. Dann müssen nur noch zwei neue Monitore her. Und dann wird das ein richtig geiles Ding. Weil die alten Sachen bekommt dann meine kleine Schwester. Ne, ist meine große Schwester, körperlich nur kleiner als ich. Meine kleine große Schwester. Ne, meine große kleine Schwester. So. Die bekommt dann halt meinen alten Rechner und das alte Zeugs, damit sie auch endlich zocken kann und ihre YouTube-Videos da besser machen kann mit Zocken. Könnte ganz lustig werden. Und neuer PC bekommt dann auch eine Konsolenkarte, dass ich meine ganzen Konsolen, die ich habe, da alle einbinden kann und die halt auch mit zum Stream benutzen kann. So, wir haben, oh, zwei geladene Zertusquarze. Mehr brauche ich echt nicht. Das ist so geil. Gut, dann würde ich spontan sagen, fangen wir jetzt einfach mal an mit unserem ME-System. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen als allererstes ein Ladegerät. Da ist es. Und für dieses besagte Ladegerät brauchen wir einen reinen Zertusquarz. Wirf einen Fluxkeim, gemacht aus Fluxstaub. Nein, das war falsch. Nimm den hier. Zack. Wirf einen geladenen Zertusquarz, Stück, einen Netherquarz und einen Redstone-Staub in eine Pfütze. So. Ich hätte eigentlich noch einen gebraucht, fällt mir gerade mal so spontan auf. Eins, zwei. Eins, zwei. So, jetzt nehmen wir das alles in eine Pfütze. Das Meer ist auch eine Pfütze. Jetzt macht es da so Klio, Klio, Klio. Nice. Wir haben 4 Stück. Davon können wir ein Ladegerät bauen. Das ist schon sehr, sehr geil. Weil wir jetzt nämlich, zack, zack. Wie baut man das nochmal? Boah, danke. Wir brauchen nur eins. Das kannst du wieder rausnehmen. Super. Nee, dahin. So, was machst du denn da? Alter, fall bloß nicht da rein, sonst muss ich da wieder Blut abschöpfen. Da hab ich keinen Bock drauf. So, dann gehen wir mal nach hinten. Ich habe mir nämlich gedacht, hier kommt zwar die Enderman-Farm hin, vorerst. Hab mir aber auch gedacht, dass wir hier einfach, wenn ich die Decke oben einreiße, also nur. Das heißt einreißen, nur das Stück hier, wo die ganzen Dinger sind.
und hier die Kabellage abziehe und die hier lang baller. Jo, da muss ich gleich nochmal was gucken. Ah, guck mal, wir können ja hier einfach mal den hier machen. Ah, das bringt mir ja nichts, fällt mir gerade ein. Oh, wenn du hält. Gut, nee, war wieder so ein typischer gut durchdacht, scheiße umgesetzt Moment. Dann gehen wir einfach hier runter und kommen dann einfach. Ja, die Wand sollte ja eigentlich so stehen bleiben. Wir gehen einfach hier lang und kommen dann einfach hier raus. So, die können wir auch noch wegmachen, weil es soll ja alles so ein bisschen einheitlich aussehen. Und der auch noch. So. Und der muss auch noch weg hier. Nein, nicht du, der. So, zack, zack. Dann können wir hier nämlich die Wand hochziehen und das sieht aus, als wenn es so sein müsste. Nice. Warum habe ich hier so einen eingebaut? Ach, wegen dem Stück hier. Alle klar. Also, das Ladegerät schmeißen wir hier hin. Meine Kabel habe ich alle rausgepackt. Gerade nur gucken, in welche Pro ich die geworfen habe. Da in keine, da sind so drei Stück. Die werden aber nicht reicheln. Mach mal die Tür zu, bitte. So, bin ich froh, wenn ich hier endlich so ein, wie heißt das Ding hier? Na, so ein, ihr wisst hier, so ein Fahrstuhl einbauen kann. So, das sind die billigen. Die billigen werden gemacht aus dem hier und dem hier. Nee, das war das falsche Kabel. Welche waren es dann? Kupfer nicht, Energie. Nee, das war ein Y zu viel. Energie da, zack, mit. Ach jo. Legierungsstahl ist das. Natürlich habe ich jetzt keinen Legierungsstein mehr. Es wird schon wieder nachts. So, als erstes mal das. Du kommst wieder weg. Legst dich kurz hin. Das ist ja immer so anstrengend hier in diesem Spiel. Nimm mal ruhig ein halbes Deck mit, Kollege. Nimm mal ruhig ein ganzes Deck mit. Kann man dich nämlich hier hinschmeißen. Und Redstone ist jetzt auch nicht das, wo ich sage. Na, da müssen wir aufpassen, wenn wir nicht mehr so viel haben. Das ist ja eher so. So, brennt. Nice. So, ein Alumite. Wir sind full. Zack, zack, zack. Und das nehmen wir noch raus. Zack, 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 zack. Nice. So, und aus den vier Getreide können wir zwei kleine Küchens machen. Kommt mal her, Kenners. So, drei, vier. Perfekt, viel Spaß. So, brauchen erstmal, vorerst drei Stück würden mir echt reichen. Wir haben eins. Das Ding irgendwie beschleunigen kann. Ah, das kostet mir. Genau, das war ein Problem. Das sind so Arc 4 kostet, das Ding zu beschleunigen. Nein, nein, nein. Aber der knistert da jetzt erstmal 64 Stück durch. Das ist für mich vollkommen okay. Dann kann ich in der Zeit mal mein Inventar leeren. Kies brauchen wir nicht. Wir haben sowieso von allem halbwegs hier noch. Die Betonung liegt auch auf halbwegs. Ich finde es schön, in der ersten Folge habe ich gesagt, das wird jetzt hier keine feste Basis. Und jetzt, mein Reaktor steht hier. Ich baue eine Enderfarm. So spielt das Leben. Ich sag euch. So, zu den Kabelzer. Zack, zack, zack. Und einen runter. Nice. Damit haben wir
Ein zurück habe ich. Machen wir jetzt erstmal. Komm, zieh durch. Es hat immer so arg lange gedauert, ist immer krass. Ich habe aber auch noch nicht die richtige Technik gefunden, wo man sagen kann, dass also ich habe noch nicht herausgefunden, ob es einfacher ist, die Dinger immer reinzuklicken oder ob es einfacher ist, die Dinger reinzulegen, so lange zu warten, bis die umgepolt sind. Ja, Problem ist, dass so ein Ding, manche gehen ja extrem schnell, manche wiederum brauchen ultra lange. Deswegen, also weil das Schöne ist, klappen tut es ja bei allen. Ich mache jetzt wahrscheinlich nur 10 Stück mal eben, damit wir da ein paar haben von. Und ich habe in meiner Singleplayer-Welt habe ich ja auch, da habe ich davon über 1,4 Millionen Stück gehabt, glaube ich. Dachte mir dann, ey, ich habe keinen Bock, jedes Mal jedes Mal da reinzusetzen, habe es dann versucht zu automatisieren. Ich habe eine ganze Stunde gebraucht, um diesen Scheiß zu automatisieren. Und danach war ich maximal genervt. 400, 600. Ja, und danach war ich wirklich echt so gereizt und so bedient, dass man mich hätte nicht mehr voll labern müssen. So, wir werden diese Wand einreißen. Warum? Weil ich das gesagt habe. So, du kommst weg, danke, und du kommst da oben dran. Jetzt werden wir hier hinstellen Folgendes. Eine dieser beiden Truhen, da kommt jetzt der ganze Stuff rein und die ganzen netten Platten. So. Dann brauchen wir jetzt einen Druck. Gravurdruck heißt das Ding. Gravurdruck, da ist er. Zack. Wir brauchen eine Sticky Piston. Einen von diesen netten Kristallen. Aber ist ja relativ überschaubar. Das geht ja relativ fix zu craften. Wenn man die ganzen Sachen auf Tasche hätte. Gehen wir da rein. Habe ich hier noch? Ah, mehr als genug Slimes. Steinchens habe ich hier noch mehr als genug. Du kannst da rein. Alter. Ja, das mit der Tür, da muss ich noch ein paar Sachen. Alter. Ein paar Sachen machen. Auch wenn es jetzt witzig klingt, aber ich freue mich total darauf, wenn mein neuer Rechner da ist, um mit der fetten Grafikkarte Minecraft in 4K zu spielen. Es sind die kleinen Dinge im Leben, über die man sich freuen sollte. Tue ich und wie. So, dann nehmen wir den 60er Stack mit. So. 1, 2. Die können wir dann. Ach, ich hatte ja hier noch welche. Lustig. Die kommen dann hier rüber. Dann haben wir das schon mal. Eigentlich könnten wir auch glatt 2 davon bauen. Wir brauchen einfach 2 davon. Ich bin ehrlich, ich bin ein sehr fauler Minecraft-Spieler. Ich werde es zwar jetzt nicht sofort automatisieren, bin aber auch nicht abgeneigt, das schnell zu automatisieren. Upsala, ne, hier, zack, so. 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, 2, 2. So, nice. Dann kann ich einen benutzen nur für die Silikongeschichte. So, zack. Ich bin hier gerade so ein bisschen im Zwiespalt, muss ich ehrlich sagen. Zack. Zack, zack. Und ich mich frage, geht der Strom auch von hinten dran? Wenn ja, wäre das natürlich
optimal bei den Dingern. Kann man hinten auch Strom ranklatschen? Yes! Denn mir geht es nicht darum, weil ich es unbedingt verstecken möchte. Das ist mir ja scheißegal. Jetzt kann ich hier nämlich auf den einen, kann ich jetzt nämlich einen Trichter drauf bauen. Das ist Silikon. Dann kann der nämlich immer Silikon und Dings. Ach, warte mal, nee, da muss ich die ja. Jetzt überlege ich gerade, warte mal, jetzt ist gerade so der Punkt. Ja. Ah, warte mal. Bau mal. Na, so viel musst du denn jetzt doch nicht abbauen. So, genau, pass auf. Ich habe 2, brauche 3. Kacke. Den kann man ja auch da drunter setzen. Dann kann ich nämlich hier hinter eine Truhe setzen mit Redstone. Oben drauf eine Truhe setzen mit Silicon. Also mit Silikon. Und kann dann alles perfekt machen. Zack. Nice. Der hat Power. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kann hier das die Silikondruckplatte drin. Fuck, wo ist die hin? Ach, hier. Oh. Hatte ich aber gerade schon so ein bisschen Angst, ne? So. Da ist die Silikonplatte drin. So, meine lieben Freunde des schlechten Geschmacks. Ich würde spontan sagen, das war mit der Folge. Wenn euch das Ding gefallen hat, ihr wisst ja, wie das mit dem da unten funktioniert, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut da rein. Müssen wir noch gucken, wie ich ausmache. Da. Haut da rein.